Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge verbal schon leider einen falschen Hinweis gegeben. Aber ich habe es dann doch nochmal nachgeguckt und ich habe es ja drunter geschrieben. Wir gehen jetzt natürlich nicht nach Dunkelforst, sondern wir gehen nach Markarth. Dazu gibt es allerdings noch eine Prolog-Quest. Und zwar findet ihr die, wenn ihr in den Kronenshop geht, auf Quests klickt, auf Prologe. Und dann könnt ihr einfach weiter runterscrollen. Und jetzt muss ich selber erstmal gucken, welche das jetzt gewesen ist. Das wäre dann hier den Prolog, die Rabenwacht-Untersuchung. Das ist der Prolog zu Markarth. Könnt ihr einfach doppelklicken und dann könnt ihr das für 0 Kronen kaufen. Ich habe das bereits gemacht und deswegen steht jetzt oben, sprecht mit Gwendis. Und die befindet sich hier hinten. Hi Gwendis. Was? Himmelsrand zu retten hat euch noch nicht gereicht? Ihr musstet euch für noch mehr Heldentaten melden? Es ist schön, euch zu sehen. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Ihr wisst besser als jede andere, womit wir es hier zu tun haben. Wir müssen herausfinden, was genau die graue Schar vorhat. Hallo Gwendis, braucht ihr Hilfe bei euren Ermittlungen? Ihr wisst, dass Haus Rabenwacht sich ständig Bedrohungen annimmt. Das Problem ist, dass es noch nie eine Bedrohung gab, die aus einer wiederauferstandenen Armee von Vampiren und Werwölfen aus der ersten Ära bestand. Also ja, ich könnte Hilfe brauchen. Wir müssen mehr über ihre Pläne in Erfahrung bringen. Was wissen wir bis jetzt? Wir wissen, dass jemand aus dem ursprünglichen Herrscherrat der Grauen Schar deren Armee wieder aufbaut, indem er Vampire und Werwölfe um sein Banner sammelt. Und wir wissen, dass sie Experimente in Sachen Lebensenergie durchführen. Und was sagt ihr? Bereit für ein weiteres Abenteuer? Ich helfe euch dabei, mehr über die Graue Schar herauszufinden. Alles, was ich bis jetzt erfahren habe, weist in dieselbe Richtung. Zur Bankorei-Garnison. Es gibt dort eine Gelehrte namens Laurette Diel, die vielleicht in der Lage ist, uns mehr über die Graue Schar zu erzählen und darüber, wie sie besiegt wurde. Der Wagen steht dort drüben, sobald ihr bereit zur Abreise seid. Erzählt mir etwas darüber, was ihr erfahren habt. Meine Nachforschungen haben die einzelnen Teile zutage gefördert. Und ich hoffe, die Gelehrten in der Bankorei-Garnison können dieses Puzzle zusammenfügen. Mitglieder der Grauen Schar haben mit Lebensenergie experimentiert. Und zumindest einer ihrer Anführer hat ihre Niederlage in ferner Vergangenheit überlebt. Erzählt mir von dem Überlebenden der Grauen Schar. Meine Nachforschungen deuten an, dass ein Rat die Graue Schar befehligte. Einer dieser Anführer fiel in Ungnade und ein weiterer überlebte die letzte Schlacht. Eine Direnni-Adlige mit Verbindungen zur immergrünen Wacht bot dem Überlebenden Zuflucht. Im Gegenzug wurde sie in eine Vampirin verwandelt. Erzählt mir von den Experimenten mit Lebensenergie. In ferner Vergangenheit trachtete die Graue Schar danach, Lebensenergie dazu zu verwenden, Seelen in Aufbewahrungsgefäße zu verpflanzen, die man Steinhüllen nannte. Es hatte irgendetwas damit zu tun, die Toten wieder zum Leben zu erwecken. Ich glaube, es gibt eine neue Graue Schar und die hat diese Experimente wieder aufgegriffen. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte, bevor wir losziehen? Wahrscheinlich schon, aber es ist nichts, was nicht warten könnte. Nehmen wir den Wagen zur Bankorei-Garnison und suchen wir nach den Gelehrten, die mehr über die Geschichte der Grauen Schar wissen. Untersucht sonst noch jemand diese Sache? Im Augenblick schon. In Tamriel laufen grässlich viele böse Verschwörungen und Haus Rabenwacht hat nicht annähernd genug Mitglieder, um ihnen allen nachzugehen. Doch das hier ist kein Auftrag für eine einzelne Person, weswegen wir Hilfe angeworben haben. Was macht der Rest des Hauses Rabenwacht? Keine Ahnung. Überall verteilt sein. Adusa zum Beispiel erwähnte etwas über Nekromanten, die die Gebeine von Riesen in Elsweyr zum Leben erwecken. Aber sie wollte wahrscheinlich nur ihre Mondzuckervorräte auffüllen. Fenorian könnte überall stecken. Er schleicht gern durch die Gegend. Was hofft ihr in der Bankorei Garnison zu erreichen? Ich hoffe, dass eine Gelehrte namens Laurette Diel, die sich mit den uralten Schlachten von Bankorei auskennt, oder einer ihrer Kollegen uns mehr über die Graue Schar erzählen kann. Mit etwas Glück wissen sie etwas über die Graue Schar, was nicht allzu abwegig ist. Was meint ihr mit abwegig? Die Priester haben da diesen alten Text, der behauptet, der heilige Pelin sei von den Mauern der Garnison gesprungen und inmitten der Schar gelandet. Habe Stenda um endloses Blut gebeten und sie dann alle genährt, ohne zu sterben. Danach schleuderte die Garnison ein paar Felsen auf sie. Seht ihr? Abwegig.
Ihr wollt also vernünftigere Antworten. Genau. Wir brauchen belegbare Aussagen darüber, wie die Graue Schar bei der Bankorei-Garnison besiegt wurde. Hoffentlich kann uns die gelehrte Deal sie liefern. Ja, dann, ich schau mal eben nach, die ist da unten. Ein bisschen können wir noch porten, damit wir ein bisschen näher rankommen. Gehen wir mal hier hin. So, jetzt ist nur die Frage, ich glaube, das ist der große Eingang. Also sprich, der Eingang mit der großen Festungstür. Ja, genau. Den meinte ich. Ach, da ist er schon. Nun, das habe ich gar nicht erwartet. Was ist geschehen? Was ist denn geschehen? Nettes Lager. Oh, entschuldigt. Seid ihr wegen einer Begehung hier? Ich fürchte, die sind alle ausgesetzt, bis diese Bescherung mit der kaiserlichen Armee sich geregelt hat. Wenn ich euch einen Vorschlag unterbreiten dürfte, macht kehrt und begebt euch hinter die sicheren Mauern von Immerfort. Wir haben einen weiten Weg auf uns genommen, um euch nach der Grauen Schar zu fragen. Wie ihr sicher sehen könnt, ist das nicht gerade der beste Zeitpunkt. Meine Mitgelehrten und ich flohen, als Septima Tarn und ihre Daedra-verehrenden Eiferer angriffen. Wir konnten gerade so entwischen, bevor die ersten Einschläge ihrer Ballisten die Mauern erzittern ließen. Tarn, okay. Ihr könnt beruhigt sein. Großkönig Emmerich und ich haben die Garnison zurückerobert. Ist das so? Warum hat keiner der Ritter davon berichtet? Nie erfahren wir Gelehrten irgendetwas. Falls das wahr ist, und ich sehe keinen Grund, warum ihr eine derart dreiste Lüge hinausposaunen solltet, so habt Dank. Septima Tarn ist wahnsinnig. Wären wir geblieben, hätte sie uns an ihre Daedra verfüttert. Da sich die Dinge nun etwas beruhigt haben, kann ich euch da ein paar Fragen zur Grauen Schar stellen? Verzeiht. Ob der Sorge um meine Kollegen und die Schürwachtkriegerin, die sie begleitete, sind meine Gedanken ganz durcheinander. Wo ich das gerade sage, fällt mir ein, dass die Schürwacht sich bestens mit der Grauen Schar auskennt. Findet meine Freunde, und ich bin mir sicher, dass die Kriegerin all eure Fragen beantworten wird. Schürwacht? Sie sind Hüter, die geschworen haben, über eine Begräbnisstätte der Grauen Schar hier in Bankorei zu wachen. Eine ihrer Kriegerinnen war zum Anwerben hier, als die Garnison angegriffen wurde. Sie ging los, um meine Kollegen zu beschützen. Doch niemand kam zurück. Könnt ihr nach ihnen suchen? Ich werde eure vermissten Gelehrten und die Schürwachtkriegerinnen finden. Kogline und Indus sind mit der Schürwachtkriegerin in Richtung Immerfort geflohen, während Janat sich nach Kerbolzgrund aufgemacht hat. Bitte seid vorsichtig. Die Wildnis zwischen hier und dort kann äußerst gefährlich sein. Gibt es denn wirklich gar nichts, was ihr mir über die Graue Schar erzählen könnt? Selbst wenn mein Verstand nicht vor Sorge benebelt wäre, mein Fachgebiet ist die zweite Ära. Mein Wissen über die erste Ära ist äußerst begrenzt. Die Schürwacht weiß mehr über die Graue Schar als sonst irgendwer. Findet ihr Mitglied und meine Freunde. Diese Kriegerin wird euch dann sicher die Antworten liefern können, die ihr sucht. Ich werde die Schürwachtkriegerin und ihre Kollegen finden. Habt Dank, meine Freundin. Sobald ihr mit unseren Gelehrten im Schlepptau zurück seid, sollten wir alle die Köpfe zusammenstecken können, um das Wissen aus dieser grauen Vorzeit heraufzubeschwören. Sofern diese Schürwachtkriegerin eure Neugier nicht bereits befriedigt hat. So, ich habe die ganze Zeit im Hintergrund was blinken sehen, aber das ist anscheinend doch kein Buch. Achso, sprecht mit Ben. Hier. Die Forschungen dieser Gelehrten hier reichen nicht bis in die erste Ära zurück. Und die anderen Gelehrten sind geflohen? Das wirft unsere Pläne schon ein bisschen über den Haufen. Diese Schürwachtkriegerin ist allerdings eine vielversprechende Spur. Suchen wir sie und die anderen Gelehrten. Die Gelehrte Deal sagt, die vermissten Gelehrten werden in zwei verschiedenen Richtungen geflohen. Ich habe es gehört. Teilen wir uns auf und folgen wir ihnen. Ich übernehme Kerbolzgrund. Ihr macht euch in Richtung Immerfort auf. Hier, ich markiere es euch auf eurer Karte. Habt ihr schon einmal von der Schürwacht gehört? Ja, mein Bruder Fenorian hat mir von dem Mitglied aus ihren Reihen erzählt, dem er begegnet ist. Sie sind die Hüter eines uralten Massengrabs, in dem angeblich die sterblichen Überreste der Grauen Schar beigesetzt sind. So jemand weiß wahrscheinlich mehr als die Gelehrten. Findet die Vermissten. Danach treffen wir uns wieder hier. Ich treffe euch hier mit den Gelehrten wieder. Findet die Gelehrten, aber versucht euch nicht von irgendetwas fressen zu lassen.
Ich werde es versuchen. Hier war gerade der Weg, den ich nehmen sollte. Da. Ach, das sind zwei verschiedene Punkte. Okay. Ich dachte, die wären im gleichen Punkt. So, irgendwo hier müsste er sein. Ist er da? Kommt. Ich stehe vor euch. Unu? Ihr seht nicht wie ein Flüchtling aus. Gehört ihr zu den Truppen aus der Garnison? Was gibt es Neues über den Angriff der Kaiserlichen? Die gelehrte Diel hat mich auf die Suche nach euch geschickt. Sie hat ein Lager vor der Mauer der Garnison. Oh, das sind wunderbare Neuigkeiten. Kugline und ich hatten vor, uns geradewegs nach Immerfort aufzumachen. Aber die verfluchten Kaiserlichen holten uns ein. Sie hätten uns gefangen, wenn diese Schürwachtkriegerin nicht gewesen wäre. Habt ihr sie gesehen? Ist sie am Leben? Nein. Die gelehrte Diel meinte, sie würde euch in Richtung Immerfort führen. Das stimmt auch, aber wir stießen auf Kaiserliche. Die Schürwachtkriegerin lenkte die Soldaten ab und befahl mir, ich solle fliehen. Danach machte sie sich mit Kogline nach Westen auf. Bitte findet sie. Ich mache mir Sorgen um ihre Sicherheit. Ich werde sie finden. Geht zum Lager der gelehrten Diel. Ich werde jetzt zum Lager der gelehrten Diel gehen. Wir hatten größtes Glück, dass ihr uns zu Hilfe kamt. Ich bin auf der Suche nach Wissen über die graue Schar aus der ersten Ära gekommen. Was könnt ihr mir da sagen? Abgesehen von der Tatsache, dass sie hier vor Jahrhunderten besiegt wurde, leider nicht viel, fürchte ich. Ich kann euch sagen, dass Kaiserin Histras Legionen der Bankorei-Garnison zu Hilfe kamen. So wurde Hochfels für eine Weile Teil des Alessianischen Kaiserreichs. Ihr müsst doch noch etwas über die graue Schar wissen. Bedauerlicherweise sucht ihr nach Tatsachen und Zahlen, die ich nicht einfach so zur Hand habe. Vielleicht, sobald ich meine Unterlagen aus dem Inneren der Garnison holen kann. Wisst ihr, die Kriegerin der Schürwacht könnte in der Lage sein, euch weiterzuhelfen. Sie kennen sich bestens mit der grauen Schar aus der ersten Ära aus. Ah, ich habe diese Stimme zuletzt zum Lager der Gelehrten noch gehört. Möge der große Vater eure Schritte leiten. Ja, danke gleichfalls. Ich habe diese Stimme noch irgendwo in einem Film gehört zuletzt und ich komme per Tu nicht drauf. Das triggert mich wieder so ungemein. Ich kann so nicht arbeiten. Nicht bei all dem, was hier vor sich geht. Ich auch nicht. Ich muss nämlich gar nicht da rein, sondern ich muss hier vorbei. Das nehmen wir aber trotzdem gerne noch mit. Ja! So. Irgendwo hier drin müsste die sein. Hier drüben. Ja. Ich pflück erst noch ein paar Pilze und dann komme ich sofort. Hi. Ihr seid das Erste, was ich sehe, was keine untote Monstrosität ist. Prächtig. Gehört ihr zur Garnison? Bitte sagt mir, dass ihr hier seid, um mich zu retten. Die gelehrte Diel hat mich auf die Suche nach euch geschickt. Sie hat ein Lager vor den Mauern der Garnison. Stenda sei Dank. Ich dachte, ich könnte es bis nach Immerfort schaffen, aber ich habe mich überanstrengt. Als ich versuchte, den alten Friedhof zu überqueren, begegnete ich unaussprechlichem Grauen. Ich dachte, ich wäre erledigt. Ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Sagt, habt ihr diese Schürwachtkriegerin gefunden? Nein, der gelehrte Induz meinte, sie wäre losgegangen, um euch zu suchen. Als die Kaiserlichen uns verfolgten, gelang es ihr, sie abzulenken. Und sie befahl mir, zum Friedhof zu laufen. Ich glaube, sie wollte zur Krypta der Verstoßenen. Ich hoffe, sie hat darin Zuflucht gefunden. Wir schulden ihr unser Leben. Würdet ihr bitte nach ihr sehen? Ich sehe in der Krypta der Verstoßenen nach. Begebt euch zum Lager der gelehrten Diel. Ich mache mich sofort auf die Suche nach dem Lager der gelehrten Diel. Ich stehe in eurer Schuld. Wenn es irgendetwas gibt, womit ich euch unterstützen kann, braucht ihr nur danach zu fragen. Was könnt ihr mir über die uralte graue Schar erzählen? Die Armee aus Ungeheuern, die in der ersten Ära wütete? Nicht wirklich mein Fachgebiet. Ich studiere die historischen Berichte über die Armee aus Orks und Goblins von Kriegsfürst Tulgek. Die Garnison hielt Stand und ließ sie nicht durch. Nicht ein einziger kam durch. Wahrlich inspirierend. Ihr seid ein Geschichtslehrer. Ihr müsst etwas wissen, was mir helfen könnte. Nun, die meisten Gelehrten stimmen darin überein, dass die fantasiereiche Legende über die graue Schar, verzeiht mir mein Orkisch, Guardung ist. Wisst ihr, die Schürwacht kennt sich bestens mit der grauen Schar aus.
findet die Kriegerin und ich bin mir sicher, dass sie die Antworten liefern kann, nach denen ihr sucht. Ja, ist ja gut, wir suchen schon die Kriegerin. Ich gehe zum Lager der Gelehrten Deal. Seid vorsichtig. Ich finde das ja immer wieder lustig, wenn man immer wieder die gleichen Stimmen hört. Das ist beispielsweise auch die Stimme gewesen, wo wir bei in der Käse-Crema-Kerbe, hieß sie, glaube ich, waren. Und der mir den Anwalt auf den Hals hetzen wollte. Wo ich dann auswählen musste, welcher von denen der richtige ist und welcher rausgeht. Jetzt bin ich mal gerade am gucken. Da ist noch was, was wir nehmen können. Geradeaus wäre, aber da ist nichts blockiert oder so. Da können wir quasi einmal die Runde machen. Uns eben den Dings schnappen hier. Die Scherbe. Na, ich wusste, dass das Verlies ist. Okay. Dann ist das nicht mal eben die Scherbe schnappen. Immer wieder Geister auftauchen. Der Geist hatte Asthma, glaube ich. So, die Sachen kann ich nehmen. Warum kann ich... Jetzt hau endlich ab, ich will die Scherbe nehmen. So. So, Moment, dann müssen wir hier einmal rum. Da und hier links. Zeigt euch gottlose Abscheulichkeit. Ja, die kommen jetzt, keine Sorge. Ist das dein Ernst, dass sie die Waffe zieht, wenn ich komme, aber nicht mitkämpft, wenn da die Gegner rumlaufen? Wie lange muss ich jetzt hier noch warten? Ich weiß ja nicht. Hallo? Weil ich bekomme so einen Schaden, während ich hier am Reden bin. Das ist natürlich doof. Hallo? Ich liebe es, wenn Spiele verbuggt sind. Da hinten war noch was zu lesen, das schnappt man noch mal kurz. Salabims Grabschrift. Könnt ihr gerne durchlesen. Oh, falsche Richtung. So, sprichst du jetzt mit mir? Ich bitte um Entschuldigung, Reisende. Die Schatten machen es schwierig, Freund von Feind zu unterscheiden. Ihr seht nicht wie meine Feindin aus. Vielleicht hat Tuvaka mich doch nicht verlassen. Was führt euch an diesen elenden Ort? Die Gelehrte Deal hat mich auf die Suche nach euch und den Gelehrten geschickt. Sie hat ein Lager vor den Mauern der Garnison. Es erfreut mein Herz zu hören, dass die Gelehrte Deal in Sicherheit ist. Doch was ist mit den anderen Gelehrten? Haben meine Bemühungen, die Kaiserlichen von ihnen wegzuführen, ihnen die Flucht erlaubt? Ich habe die Gelehrten Kokline und Induz ausfindig gemacht. Ich habe sie in das Lager der Gelehrten Deal geschickt. Das ist ein wahres Glück. Was mich anbelangt, so bin ich den Kaiserlichen entkommen, nur um mich von uralten Untoten umzingelt wiederzufinden. Lasst uns draußen reden. Ich folge euch. Möge uns sie eure Klinge führen. Folgt mir. Geht voran, Reisende. Basti, wo kommt jetzt hier die Leiche bitte her? Naja, wir gehen mal. Einmal hier links. Mit folgt mir, meinte ich übrigens, einmal mit Vollgas durch die Gegner durch. Hallo? Was ist das denn? Ja, da war auch eine Truhe, Basti. Aber die verfolgen uns gerade alle. Und dann hängen wir gleich hier. Lasst uns den Himmel wiedersehen. So, wo ist sie? Mädel, da. Ich kam auf der Suche nach Rekruten für die Schürwacht in die Bankorei-Garnison. Möge Hohending uns beistehen. Ich hätte nicht erwartet, dass diese Schurken ankommen und unschuldige Leute zur Flucht zwingen. Ich bin dankbar, dass ihr die Gelehrten gerettet habt. Was kann ich nun als Gegenleistung für euch tun? Ich suche nach Wissen über die graue Schar aus der ersten Ära.
Die Graue Schar war eine schreckliche Armee aus Vampiren, Werwölfen und anderen Ungeheuern, die das Land brandschatzte. Nur die vereinte Macht der Bankorei-Garnison und des Alessianischen Kaiserreichs konnte sie schließlich besiegen. Diese Geschichte ist leider von Legenden umrankt. Es gibt also nichts, was ihr mir darüber erzählen könnt, wie die Graue Schar besiegt wurde? Die wahre Geschichte mag ebenso fesselnd sein wie die Legenden, doch wir kennen nur Fragmente von ihr. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit spielte Magie eine Rolle. Doch ob sie göttlicher Natur war oder ob es sich um alessianische Zauberei handelte, konnten wir nie ermitteln. Ihr müsst irgendetwas wissen, was uns dabei helfen kann, die Graue Schar zu verstehen. Ich kann in die Aufzeichnungen meines Ordens eintauchen, sobald ich zu unserem Sanktum zurückkehre. Doch ihr müsst verstehen, dass es der Wacht darum geht, die Vergangenheit ruhen zu lassen, anstatt sie ans Licht zu zerren. Ich kann euch allerdings sagen, dass es Hinweise darauf gibt, dass ein Mitglied der Schar das Massaker überlebt hat. Wir haben etwas Ähnliches erfahren. Eine Direnni-Adlige bot den Überlebenden Zuflucht. Eine Direnni-Adlige? Das verschafft den historischen Aufzeichnungen einiges an Glaubwürdigkeit. Ein unvollständiges Pergament erwähnte die immergrüne Wacht, doch wir haben die Bedeutung dessen nie erkannt. Dort stand auch, dass nur diejenigen, die würdig sind, das Refugium betreten können. Wir haben nie herausgefunden, was das bedeutet. Ich muss meiner Begleiterin Gwendis hiervon erzählen. Ihr solltet in das Lager der Gelehrten Diel zurückkehren. Ich kenne das Wesen eurer Mission nicht, Reisende, und ich habe noch meine eigene zu erfüllen. Doch falls ihr Antworten zu Fragen über die Graue Schar sucht, so möge Mara eure Suche segnen. Könnt ihr mir etwas über die immergraue Wacht erzählen? Ich weiß schmerzlich wenig. Ich habe diesen Ort nie selbst besucht. Auch wenn sie nicht vollständig sind, deuten die historischen Aufzeichnungen doch an, dass der Überlebende zu einem verborgenen Ort geführt wurde, an dem er sich versteckte. Vielleicht hat das etwas mit dieser Idee zu tun, würdig zu sein. Erzählt mir mehr über diesen Teil der Aufzeichnung. Da gab es nicht viel. Nur, dass die Würdigen in Sicherheit geleitet werden würden. Vielleicht ist das der Schlüssel. Wenn ihr herausfinden könnt, was es für einen abscheulichen Vampir bedeutet, würdig zu sein. Einem Ort, der mit der Grauen Schar in Verbindung steht, ist nie zu trauen. Das Böse schwindet nie dahin. Also seid auf der Hut. In die Richtung geht's weiter. Ja! Ich werde nach den Gelehrten in Diels Lager sehen. Noch einmal vielen Dank, Reisende. Ja, gerne, gerne. Es wäre mir nur lieber, wenn die Leute endlich mal reden würden, wenn ich noch da bin. Und nicht immer dann, wenn ich schon wieder weg bin. Sodass man die Hälfte wieder nicht versteht. Gwendis, da. Da seid ihr ja. Gut, ihr seid zurück. Ich habe Janat gefunden. Und wie ich sehe, ist es euch gelungen, mit dem Rest zurückzukehren. Angeberin. Da wir diese Angelegenheit nun geklärt hätten, was hat die Schürwachtkriegerin euch über die Graue Schar erzählt? Schelaria sagte, die historischen Aufzeichnungen wären unvollständig, was die Einzelheiten über die Graue Schar angeht. Das hatte ich befürchtet. So viel über die erste Ära ging verloren. Ich frage mich, ob die Schürwacht irgendetwas über die anderen Einzelheiten weiß, die wir erfahren haben. Über den Überlebenden und die Verbindung zu einer Direnni-Adligen. Sie bestätigte, dass es einen Überlebenden gab und er hat womöglich Zuflucht in der immergrünen Wacht gesucht. Das passt dazu, was wir bereits aufgedeckt haben und bestätigt die Verbindung zu der Direnni. Habt ihr sonst noch etwas herausgefunden, was ich wissen sollte? Anscheinend besagt die Legende, dass der Weg in Sicherheit nur denjenigen zur Verfügung stand, die seiner würdig waren. Ein Rätsel, verdammt. Es gibt immer ein Rätsel. Nun gut, lasst uns zur immergrünen Wacht gehen und unsere eigene Lösung dafür finden. Ich markiere euch den Ort auf eurer Karte. Gehen wir, ehe die Gelehrte Diel versucht, mich mit noch mehr Geschichten über die Ritter des heiligen Pelin zu unterhalten. Ich treffe euch im Inneren der immergrünen Wacht. Okay, ich sehe es jetzt gerade nicht auf der Karte. Doch, das müsste hier oben sein, ne? Genau. Dann mache ich mich da jetzt erstmal hin auf und dann sehen wir uns gleich wieder.
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.